Wo sind die Nummer 8? Okay. Ich bin ja immer ehrlich zu euch, also ich finde den Duft jetzt nicht so ganz toll. Ich dachte, es kommt jetzt so ein geiler, blumiger Duft oder so. Gerade beim Aufräumen ist mir aufgefallen, dass da doch 2 Stück drin waren. Ob das so sollte oder ob das ein Fehler war. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, ich war gestern bei Action und ich habe den neuen Adventskalender gesehen und auch mitgenommen. Der steht jetzt schon hinter mir. Der sieht dieses Jahr total schön aus. Und wie auch in den letzten Jahren schauen wir uns den komplett an. Ich werde ihn komplett öffnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von 1 bis 24 gehe oder durcheinander. Das überlege ich mir gleich noch. Ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast und wissen willst, was drin ist, bleib auf jeden Fall dran. Abonniere gerne meinen Kanal, denn es kommen noch mehr Unboxings. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange um den Brei. Ich fange an und wünsche dir ganz viel Spaß beim Unboxing. Ja, also ich finde die Aufmachung dieses Jahr echt total schön. Man klappt den so auf. So, mal gucken, dass ihr immer so schön in der Kamera seid. Ich hoffe, das Ganze hält so. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich suche mir mal die 1 raus und die 1 ist hier unten. Man bekommt es ein bisschen schwer raus. Aber in der Nummer 1 befindet sich eine Handcreme. Holy Moly Bloom. Die sieht so aus. Ich mache die auch mal auf. Ich will wissen, wie das riecht. Ist auch noch versiegelt. So soll es ja auch sein, ne? Ah. Macht ihr das auch immer? Wenn ich was nicht aufkriege, ich muss immer alles mit den Zähnen aufmachen. Mal schauen, wie sie riecht. Ich rieche gar nichts. Oh mein Gott. Okay. Ich bin ja immer ehrlich zu euch. Also ich finde den Duft jetzt nicht so ganz toll. Ich dachte, es kommt jetzt so ein geiler, blumiger Duft oder so. Weil da steht Holy Moly Bloom. Und deswegen dachte ich, das riecht vielleicht gut. Naja, aber trotz alledem, über Handcreme freue ich mich immer, weil ich habe immer trockene Hände. Ja, und im Winter sowieso. Gut, wir machen weiter mit der Nummer 2. In der Nummer 2, ich finde, die Sachen kommen schon etwas schwierig raus. Man kriegt sie zwar raus, aber ich habe immer Angst, dass mein Fingernagel abbricht. Haben wir eine kleine Nagelfeile. Die finde ich aber sehr, sehr schön. Ich mag ja alles, was... Ich mochte früher alles nur, was Silber ist. Aber mittlerweile finde ich Gold auch ganz geil. Ja, die kann man sich gut in die Handtasche packen. Für unterwegs finde ich die auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, ist halt so ein Füllprodukt, sag ich mal so. Dann machen wir weiter mit der Nummer 3. Ich finde die Nummer 3 nicht. Da oben ist sie doch. Und in der Nummer 3 haben wir ein Body Scrub. Pure Mary Cheer. Okay. Ich werde da auch mal dran riechen. Das sieht einmal so aus. Ich mache das auch mal auf. Oh nee, Leute. Zu meinem Glück. Ich habe es wieder im Mund gehabt. Mann, ich mache nichts mehr mit dem Mund auf hier heute. Also, wie gesagt, nicht mit dem Mund aufmachen. Es riecht aber sehr geil. Es riecht sehr angenehm. Schmeckt es natürlich nicht. Oh nein, ey. Alles versaut. Auf jeden Fall... Ich höre jetzt auch mit dem Tuch hier rumzuspielen, sonst habe ich alles voll. Es riecht sehr, sehr angenehm und es ist so eine durchsichtige Konsistenz mit halt diesen kleinen, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, mit diesen kleinen Härchen drin. Ich hoffe, man sieht das. Aber das riecht richtig hammergeil, ne? Also das ist ein Duft, den finde ich richtig gut. Muss ich gleich erstmal sauber machen. Egal, wir machen weiter mit der Nummer 4. Und in der Nummer 4 befindet sich... ein Showergel und zwar mit dem gleichen Duft. Da bin ich mal gespannt. Das machen wir auch auf, aber dieses Mal nicht mit dem Mund. Ich hoffe, das riecht genauso wie das Duschpeeling, weil das roch ja schon mega gut. Ich rieche nicht so viel. Doch, das riecht genauso gut. Also ich finde den Duft hier, dieses Pure Cherry Mary Cheer. Oh, Lisa kriegt's hin. Finde ich richtig gut. Und das riecht richtig, richtig toll. Also bis jetzt finde ich ihn eigentlich noch ganz gut. Ich bin mal gespannt auf das Highlight. Also ich finde 26 muss ja ein Highlight sein. Aber wir schauen mal weiter. Machen wir weiter mit der Nummer 5. Und die Nummer 5 ist direkt hier unten. Da haben wir wieder was Kleines drin. Ja, man kriegt es halt schwierig raus. Ich bräuchte eigentlich... Ich hole mir mal was, damit ich das alles rauskriege. Ich habe es geschafft. Und da haben wir einmal ein Face Wash, auch mit demselben Duft. Ich finde aber, die haben die Verpackungen dieses Jahr richtig schön gemacht. Mir gefällt das. Weiß, Gold
und ein bisschen schwarz. Ich weiß nicht, sollen wir das alles aufmachen? Wir machen das einfach alles auf. Ich werde das ja eh benutzen. Okay. Das riecht jetzt nicht so ganz geil wie die anderen beiden Sachen. Aber vielleicht entwickelt sich ja der Duft beim... Das ist ja manchmal so beim Waschen. Aber auch darüber freue ich mich. Und ich habe sogar... Aber ich habe die letzten Sachen vom letzten Jahr. Also habe ich alle noch im Keller stehen. Ich habe die nicht benutzt. Ich finde die vom Duft her dieses Jahr auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt kommen wir zur Nummer 6. Und die Nummer 6 ist ein großes Türchen. Und dann machen wir das mal auf. Da haben wir ein Face Scrub drin. Auch in derselben Duftrichtung. Und die Verpackung sieht einmal so aus. Ich hoffe, ihr hört den Krach nicht draußen. Muss das jetzt sein? Mann! Ich muss wieder mit den Zähnen aufmachen, aber ganz langsam. Ja, geschafft. Ich will nämlich da dran schnuppern. Ja, es kommt schon wieder rausgeschossen. Ich rieche nichts. Ich weiß nicht warum, aber ich rieche nichts. Das sieht hier, seht ihr diese ganz kleinen Kügelchen da drin? Ich rieche aber leider nichts. Ich weiß nicht. Entweder bin ich heute zu blöd zum Riechen oder es riecht wirklich nach nichts. Naja, vielleicht ist es aber gut in der Anwendung. I don't know. Aber für die Nummer 6, ja, ja, also, schreibt mal in die Kommentare. Hättet ihr euch darüber in der Nummer 6 gefreut oder eher nicht? Da sind die Meinungen auch ganz verschieden. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Und die Nummer 7, haltet ihr jetzt den Rand da draußen? Das nervt mich. Immer wenn ich am Drehen bin, ist draußen irgendwas. Oh Gott, ich habe den Adventskalender schon wieder total kaputt gemacht. Die haben das schon gut eingepackt. Na, jetzt ist es auch schon egal. Ah, guck mal, man muss das von unten rausholen. Hier haben wir einmal ein Body Spray. Ich glaube, Body Mist heißt Body Spray. Ich hoffe, was steht denn hier drauf? Doch, Körperspray. Das sprühen wir auf jeden Fall auch mal. Das ist so eine kleine süße Flasche. Die hebe ich immer auf, da mache ich Desinfektionsmittel rein, ne, übrigens. Das, oh, herrlich. Das duftet richtig gut. Das mag ich. Da muss ich mich gerade mal mit einsprühen. Oh, herrlich. Das ist ein schöner, angenehmer Duft. Den finde ich total gut. Das ist auch dieses Sweet Mary Cherry. Also ich finde den Duft sehr, sehr geil. Ich glaube, das wandert auch gleich direkt in meine Handtasche. Machen wir weiter mit der Nummer 8. Und die ist hier oben. Wo sind die Nummer 8? Ich glaube, die ist hier runtergerutscht. Ich denke mal, das wird die Nummer 8 sein. Ich hoffe, da haben wir, ich weiß schon, was es ist, eine. Manche gehen ja damit schlafen. Ich benutze die eigentlich gar nicht so, aber yo, nice to have, würde ich mal sagen. Das ist so eine Augenbinde oder Schlafmaske, wie man es auch nennen mag. Und ja, das ist jetzt auch so ein Füllprodukt. Passt aber auf jeden Fall, mein Gott. Das passt auf jeden Fall zum Adventskalender. Und oh, dieser Duft finde ich auf jeden Fall. Ist jetzt keine schlechte Sache. Machen wir weiter mit der Nummer 9. Und die ist hier oben und die ist ganz schmal. Eine halbe Stunde später. Ich krieg's nicht raus. Ah! Ich krieg das nicht raus hier. Auf, ja. Sag dir, ich krieg das nicht da raus. Krieg mal aus. Ich hab's. Boah. Alles gut, mein Kerl. Ja, alles gut. Halbe Stunde später, ich habe es. Und zwar ist das so ein... Da macht man sich hier hinten diese Haut weg, die Nagelhaut. Und damit werde ich jetzt die ganzen anderen Sachen rausholen. Auf jeden Fall ist das auch immer nichts verkehrt. Das kann man immer gut gebrauchen. Oh nein, mein Akku ist leer. Nein. Super ärgerlich. Aber auch sowas passiert. Ist mir zwar das erste Mal passiert, aber ihr seht ja, es passiert. Auch bei mir läuft nicht alles glatt. Es läuft bei mir eigentlich nie was glatt. Deswegen sind meine Videos eigentlich immer eher witzig. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. Ich mache jetzt aber quer. Also wenn ich jetzt immer alles suchen muss vorher, macht der Akku bestimmt nicht mit. Ich mache den Rest jetzt einfach kreuz und quer auf. Ich meine, es ist ja im Endeffekt egal. Vielleicht am Ende für euch spannender, wenn ihr euch den doch kauft. Dann wisst ihr nicht, was von 1 bis 24 drin ist. Genau. Also mache ich weiter mit der Nummer. Was nehmen wir denn mal Schönes? Die Nummer 16, die sieht so groß aus. Die reiße ich... Oh, jedes Jahr reiße ich den komplett kaputt. Ne? Jedes Jahr. Komm schon. Ah, also... Wenn ein Adventskalender gut eingepackt ist, dann ist es der vom Action. Da haben wir
Also ich sage, der ist gut eingepackt. Einmal Badekristalle, auch wieder mit Cherry. Hallo Fokus. Ich sag's ja, ey. Auch wieder mit Sweet Mary Cherry. Ey, das ist ein Zungenbrecher für mich, ne? Ich hoffe, der ist richtig gut. Machen wir weiter mit dem nächsten. Ich habe gesehen, hier oben hatte ich schon was aufgerissen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das. Ein Shampoo. Und das ist wieder dieser Holy Moly Bloom Duft. Ich mache das jetzt gar nicht mehr auf. Ich denke, das wird nicht so ganz dolle riechen. Also ich weiß nicht. Ich habe... Es kann nie ohne Pannen laufen. Jetzt komm schon. Oh mein Gott. Egal. Auf jeden Fall, ihr seht, Verpackung gefällt mir auf jeden Fall super, super gut. Machen wir weiter mit dem nächsten und ich mache mal die Nummer 12 auf. Die ist hier unten. Ich reiße jetzt einfach auseinander und gut ist. So, Nummer 12. Habe ich den? Ich dachte jetzt schon, der wäre zweimal hier drin. Hoffentlich kriege ich es auch raus. Ah ja, es gibt so eine Vorrichtung. Da bekommt man das dann gut raus. Da haben wir einen Conditioner. Ein Conditioner kann man ja auch immer gut gebrauchen. Ich weiß nicht, was hier los ist, Leute. Ehrlich, irgendeiner macht Auge. Warum soll das nicht funktionieren? Oder ich muss weiter weggehen. Das ist doch nicht normal. Hört auf, Auge zu machen. Der fokussiert mir nicht. Fokussier doch bitte. Ah. Wir machen weiter. Dann mache ich Nummer 14 auf. Oh Gott, das ist alles verrutscht. Und in der Nummer 14 haben wir ein Sweet Mary Cherry, eine Body Lotion. Ich spare mir das jetzt mit dem Fokus, das sieht so aus. Also weißt du, ehrlich, ey. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 22. Die ist nämlich, glaube ich, verrutscht. Und zwar kannst du dir hier deine Fuß- oder Fingernägel lackieren. Ich benutze sowas gar nicht, aber ich weiß halt, wofür es ist. Ja, und dann sind die Pfoten halt nicht so aneinander, ne? Obwohl das für meine eigentlich schon sehr klein ist. Ich weiß gar nicht, wie man das benutzt. Kinderhand anscheinend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, viele finden das ja super nützlich. Ist auch für mich so ein Füllprodukt. Dann machen wir weiter mit der Nummer 22. Ne, die Nummer 22 hatten wir gerade. Mit der Nummer 21. Und da haben wir einen Fuß drin. Ich reiß das jetzt hier einfach runter. Es hat sonst keinen Sinn heute mehr bei mir. Und zwar haben wir da einen kleinen Fuß. Und ich denke mal, das ist bestimmt ein Fußbad oder so. Badefisser, blablabla, ja. Also es ist ein kleines Fußbad. Oh Gott, ist das süß. Ich weiß, Fokus, du magst mich nicht. So, dann machen wir weiter mit der Nummer 19. Die ist nämlich hier oben und ganz klein. Da will ich mal wissen, was da Schönes drin ist. Vorausgesetzt, ich krieg's auf. Oh, da sehe ich was Interessantes. Dann haben wir hier ein... Oh, ein Pure Mary Cheer Lip Balm. 10 Gramm sind da drin. Den machen wir auch mal auf. Und der riecht auch bis jetzt. Oh, der riecht richtig toll. Hm, den finde ich richtig gut. Obwohl ich für unterwegs ist immer unpraktisch finde, weil du das ja mit den Fingern machst. Und ich bin ganz schlimm. Ich habe auch meine OBs immer noch mal eingepackt. Ich bin da ganz, ganz schlimm. Aber der Duft ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also wie gesagt, bis jetzt gefällt mir der Adventskalender schon ganz gut. Es sind halt alles Sachen, die du halt auf jeden Fall brauchen kannst. Und ja, machen wir weiter mit der Nummer. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal die Nummer 20. Das ist auch klein. Oh, wie süß. Und da haben wir eine kleine Badekugel drin. Die riecht auch sehr gut. Die haben ja auch von Spa Exclusive haben die auch so kleine Päckchen für 99 Cent. Die finde ich auch mega gut. Die riechen alle geil. Und das riecht auch sehr gut. Ich kann euch gar nicht definieren, nach was. Aber es riecht richtig angenehm. Dann machen wir weiter mit der Nummer... Machen wir mal die Nummer 17, weil die guckt mich gerade schon so an. Und die habe ich so oder so schon kaputt gerissen. Da haben wir... Das hatten wir letztes Jahr übrigens auch drin. Ich finde die Idee aber nicht schlecht. Und zwar ist das eine kleine süße Rose zum Baden. Die riecht jetzt nicht so ganz toll. Die Kinder mögen sowas total gerne. Und... Die kriegen das dann mit ins Badewasser. Ich muss immer gucken, dass die nicht kaputt geht. Dann mache ich weiter mit der Nummer 18. Da haben wir einen Badestern. Was ist das denn? Wahrscheinlich auch zum Baden. Hm. Das riecht aber so nach... Wie Kerze so. Aber es ist keine Kerze, oder? Es ist eine Kerze. Ich habe keine Ahnung.
Müsste man mal austesten. Aber das wird keine Kerze sein, weil sonst hätte man ja dann doch gesehen. Also es ist so ein kleiner süßer Stern. Passt ja auch zu Weihnachten auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit, ja, habe ich die 15 schon? Nee, mit der Nummer 15. Und 24 jetzt nicht kaputt reißen. Und da haben wir Facial Mask. Was ist das hier? Was steht drauf? Eine Gesichtsmaske. Oh mein Gott, so peinlich, ey. Eine Gesichtsmaske. In so einer ganz kleinen, süßen Verpackung. Wollen wir nochmal gucken, ob der Fokus funktioniert? Ah, Mensch. Dann halt nicht. Wir machen weiter mit der Nummer 10. Und da ist was Großes dahinter. Ich reiße es jetzt mal runter. Ach, Mist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Nicht, dass es noch kommt. Nee, es kommt nicht. Geil. Auf jeden Fall, aber ich hatte vom letzten Jahr auch ein Haargummi da drin. Ich weiß nicht, von welchem Türchen das ist, aber auf jeden Fall fand ich das vom letzten Jahr auch sehr, sehr schön. Grün. Stinkt auch nicht. Das riecht jetzt hier so nach den Produkten, die hier drin sind. Ich finde die ja eigentlich voll gut. Ich mag die total gerne und deswegen freue ich mich darüber. Machen wir aber weiter mit der Nummer 10. Die hängt schon gut da drin. Und da haben wir eine Food Cream, eine Fußcreme. Kann man ja auch immer gut gebrauchen mit meinem Lieblingsduft. Mit Sweet Mary Cherry, wie auch immer. Geil. Die lasse ich jetzt aber mal zu. Der Fokus möchte ja sowieso nicht. Ich zeige es euch mal aus der Ferne. Oder vielleicht muss ich das gleich nochmal abfilmen. Also es ist heute wirklich, es scheint nicht mein Tag heute zu sein. Wir machen weiter mit der Nummer, die haben wir. Ich habe auch das Talent, dass ich mal was vergesse. Aber ich reiße jetzt extra mal alles auf, um zu gucken, ob wir alles haben. Aber wir machen weiter mit der Nummer 23 und da haben wir eine Day Cream. Auch in meinem Lieblingsduft hier. Das ist auch so eine kleine Tube, da sind 30 Milliliter drin. Und jetzt machen wir mit der 24 weiter und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe natürlich eben schon gelupscht, um was schon was drin ist. Ich weiß aber nicht, also ich habe die Form gesehen, ich weiß nicht, was es ist. Aber die Nummer 24 ist ein großer... Ein schöner Stern. Und ich hoffe, der ist zum Baden. Ja, da steht auch da drauf. Das ist eine Badebombe. Die hat eine geile Farbe. Der Fokus, ehrlich. Ihr seht es ja trotzdem, das glänzt richtig schön, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Stellt euch mal vor, dann seid ihr so im Wasser und da ist alles Gold. Das finde ich richtig gut. Ja, ihr Lieben, eigentlich wollte ich heute zwei Videos drin. Da unten habe ich nämlich von Action noch richtig hammergeile Sachen. Ohne Scheiß. Also abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das Video nicht. Kann ich jetzt leider nicht drehen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für. Aber wie gesagt, da habe ich richtig coole Sachen. Auch Deko für unsere neue Wohnung. Aber ich würde sagen, ich muss jetzt schnell alles aufräumen. Ich muss nämlich auf die Arbeit. Und würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut.